gerade. Das müssen wir später nochmal optimieren, wenn wir die anderen Anlagen. Vor allem müssen wir jetzt an die oberen Bänder ran, ne? Ja, ist egal. Also, das. Jetzt nicht tragisch. Muss ich hier vorher aber noch. Ich muss gerade überlegen, wo wir hier noch ein. Ja, ich weiß, ich muss da noch hinten was ändern, aber wir hatten da hinten noch irgendwo Kalk. Ich weiß gerade nur nicht genau wo. Schauen wir gleich mal. Ich würde sagen, wir schießen einfach mal in die Mitte an. So, warte mal. So weit geht nicht, weil. Guck mal hier bei mir. Ich weiß, da gibt's die Maschinenüberschneidungen. Genau. Ja, das brauchen wir noch nicht schön zu bauen, das machen wir dann. So, jetzt kannst du anschießen. Platz haben. Mitte, sagst du? Ja. Ja, dann läuft das jetzt, ne? Ui. Wenn wir nicht wieder einen Bug haben, dass irgendwo eine Lücke ist, die wir nicht sehen müssen. Ja. Dürfte eigentlich erstmal laufen alles. Erstmal. Gut, dann würde ich sagen, schauen wir mal gerade nach der anderen Kalkmine. Ja, jeden Moment. Ich scanne mal. Kann ich vorne noch was machen? So, ich habe jetzt noch Material. 340 Meter in die Richtung, 320 Meter in die Richtung. Hier drüben. Die können wir noch holen. Und die andere ist weiter nach links hinter unserer Base, ne? Ja, mindestens 10, 20 Meter weiter entfernt, deswegen würde ich hier hinten nehmen. Ja. Schon ein gutes Stück. Guck, wir müssen dringend mal anschließen. Das haben wir echt ein Problem mit. Machen wir danach direkt, ja. Hauptsache erstmal die Ressource für unseren Boden ist da. Ja. Wo soll denn das sein hier oben? Hä? Das ist auf dem Berg wieder oder was? Oh Gott. Kalk, ne? Ja. Ja, das ist da oben. Hier können wir uns irgendwo, glaube ich, hochblättern lassen. Also, fast das lassen, aber. Wo sind eigentlich die ganzen Viecher hin? Hier ist nichts mehr. Auch die Riesentypen. Ist das vielleicht ein Bug? Hier über uns fliegt aber. Ja, das ist eine Vieh ist noch da, aber ansonsten ist hier nichts. Ah, hier ist schon wieder Eisen. Nein. Nein, oh. Erstmal nicht. Nein. Nein, ich meine nur, hier ist wieder. Hier ist Kalk, ne? Ja, ich überlege gerade. Sollen wir den vielleicht an der LKW-Station anschließen, die wir gerade da unten stehen haben? Nee, lass mal kommen. Weil kann ich die ganze Map hier einfach mit Förderbändern zubauen? Ich kann keinen Bohrer bauen, ne? Ich habe keinen Minator dabei. Ich habe auch keinen dabei. Yay! Ach, aber. Wo baut man den noch mal? Ja. An der anderen Anlage, ne? Nein, der. Hier. Ja. So. Richtig gebaut? Ist am Start. So. Perfekt. Produktion. Richte den nach hier hinten zu mir aus, würde ich sagen. Stopp, ja, perfekt. Ich baue die Anlage schon mal wieder ab. Oder du. Egal. So, dann mach du die Eckpunkte, ich zieh dann mal, ne? Jo. Träumen, glaube ich, diese Nacht nur noch von Förderbändern. Warte mal ganz kurz. Ja. Förderbänder. Und was träumst du diese Nacht? Auch Förderbänder? Förderbänder. Förderbänder. Ich habe genug Leben. Warte mal ganz kurz. Guck mal, dass du es, wenn möglich, gerade hinkriegst. Ist zu steil aktuell. Stell dich mal aufs Förderband und guck mal, ob du es gerade hinkriegst. Ist das hier, wäre das jetzt hier gerade? Hallo? Da oben? Ja, so gut wie. Oder? So. Oh. Ja, fast. Das geht nicht, ne? Oder? Doch. Was? Das geht, oder? Es ist ja nicht durch den Felsen, oder? Geht ein bisschen. Doch, das lappt mal, oder? Es sieht im Moment so aus, als ob es drauf liegt auf dem einen Stein. Ich weiß nicht, ob das. Ja, es geht durch. Durchspielt. Also ist okay. Ist okay. Und dann müssen wir noch Strom hinlegen gleich, ne? Ja, es ist ja das kleinste Problem. Ah ne, wir haben parallel ja eine Leitung da hinten, hast du gesehen, ne? Ja. Da läuft ja eine Leitung.
Wir müssen weiter rechts schon, oder? Ich weiß. Das machen wir jetzt auch. Okay, der Baum ist im Weg. Obwohl, das kann man auch anders regeln. Abholzen oder was? Okay, nee, warte. Müssen wir das eine Förderband nachher noch höher setzen? Das sieht so scheiße aus. Müssen wir weiter nach links oder wie willst du? Ne, du willst dadurch, okay. Geht nicht, danke. Ja, wahrscheinlich wegen der Raumstation. Ja, ist nicht drin. Ja. Ne, geht hier überall nicht mehr. Hast du Material? Sind zu nah. Ne, ich habe genügend Material, aber ist zu nah hier im Gebiet irgendwie schon. In der Raumstation. Der Mast muss auch schon weg. Nicht genügend Freiraum. Hier wäre im Moment, wo ich stehe, wieder genügend. Da ist wieder alles kaputt. Oder ist das wegen einem LKW? Nicht genügend Freiraum. Hat er hier eine Route, die er durch... Na, ich weiß nicht. Durch, das ist ne? Wegen der Route. Das ist wegen der Route, ja. Okay. Lösch den mal. Den vielleicht brauchen den wir Weg löschen oder was? Ja. Oder meinst du jetzt den Pfeiler? Nee, den Weg. Was? Warte mal ganz kurz. So, das geht auch nicht. Oder wir bauen hier WTF. Was ist passiert? Du bist herumgeschleudert mit dem Wagen. Wo bin ich? Ich habe ein eingefrorenes. Okay. Du bist wieder da. Dann würde ich sagen, bauen wir die Umgehung anders hier hinten rum. Okay? So, warte, ich habe den Wagen gerade abgerissen. Oder so. So, kannst du verbinden jetzt? Nicht genügend Freiraum. Nicht genügend Freiraum. Und ich habe auf jeden Fall genügend Ressourcen. Nicht genügend Freiraum. Nicht genügend Freiraum. Leck mich am Arsch. Das war's. Oh, nee, nee. Ist zu viel drin? Ja, definitiv. Hier ja, passiert doch nichts, dann droppen Kisten. Mach das einfach. Ja, ich drücke den falschen Knopf. Ungültiges Zählen. Ja, es geht, Mensch. So, jetzt warte, dann lassen wir uns mal von hier aus weitermachen.
das wird noch nicht gehen. So, eventuell. Nicht genügend Freiraum. Ich bin genügend Freiraum. Nicht genügend Freiraum. Ich sag jetzt nichts. Ist dieselbe Meldung halt, ne? Das geht. Ich hab's vergessen. Alter, wo hat denn der seine Grenzen? Ich habe keinen Plan, wo es blockiert wird. So, anders. Wo ist das Ding da hinten? Da, ne? Kriegst du die Verbindung hergestellt? Zwischen ganz da hinten nur? Die gerade Trasse? Okay. Ja. Nicht genügend Feuerung. Das geht. Yay! Mensch! Okay. Wir müssen den einen Pfeiler hinten noch, ne? Ja. Wollten wir. Wir müssen noch den einen Pfeiler höher setzen und dann noch Strom anschließen. Genau. So. Mammutprojekt. Dafür, dass man das schon mit LKWs macht, weil ich finde das ein bisschen scheiße in der Landschaft so. Wir können später noch alles Mögliche ändern, würde ich sagen. Ja, warum denn auch nicht? Man muss es laufen. Okay. Jetzt brauchen wir noch Strom und dann müsste es laufen, ne? Yay. So. Danach gehen wir endlich an Teil 3 heute. Oh. Wir kommen gar nicht mehr zum Ende. Es nimmt einfach keine Wir Ende. Wollten Stahl. Stahl war eigentlich unser Ziel heute, ne? War es das? Ja, wir brauchten halt Stahl für die weitere Forschung, ne? Damit ja, wir insgesamt weiterkommen. Uiuiui, was brauchen wir für Kupfer alles? Wir haben ja aktuell 2 Kupfervorkommen angeschlossen. Ja, haben wir noch welche, die wir bisher noch nicht benutzt haben? Ich von weiß den Kupfern? Nicht. Weiß ich jetzt auch nicht. So, 2. Du sorgst gerade für Strom? Genau. Der ist angeschlossen. Ja, läuft auch. Ja, lass den Bohrkopf erstmal runtergehen. So. Kupfer, das heißt, unsere bisherige Produktion müssten wir erstmal. Ist ne? getrunken. Bevor wir an Kupfer gehen, müssen wir die Decke erstmal schließen in der Fabrik. Ne? Scheiße, ich hab gerade bemerkt, ich muss noch Medikamente nehmen. Ja. So, was willst du machen, hast du gesagt? Bevor wir jetzt direkt an die Kupferproduktion gehen können, müssten wir vorher noch uns um die Decke kümmern, ne? Genau, den Boden der oberen Etage. Stimmt. Den müssen wir erst schließen und dann können wir die Kupferproduktion umlegen. So. Jetzt kann ich wieder reden. Jo. Kalkstein wird geliefert? Oder? Ja, ich verfolge das hier gerade. Ja, das braucht ein bisschen, bis das hier ankommt, ne? Ja, auf jeden Fall. Gut, ich gehe schon mal in die Fabrik. Ich kann ja schon mal mit dem Boden anfangen. Ja. Ich verfolge gerade mal ganz kurz, ob das Förderband doch alles hier richtig macht. So, was haben wir denn so? Aufzugssystem muss auch mal nochmal überarbeitet werden. Wir kommen einfach gar nicht mehr weiter, was den Fortschritt angeht, ne? Ja. Ach, das oben sind 2 Eisen, ne? Oh Gott. Wir haben einfach in der Gegend zu viel Eisen. Also, aber Eisen braucht man halt nun mal. Ja klar. Yeah, ich fahre gerade mit dem Förderband im Slow-Motion-Zustand. Juhu. Yeah, ist das spannend. Wo bist du eigentlich gerade? Bei uns in der Fabrik beim Hörst du eigentlich einen Anschlag von deiner Schusswaffe? Ich habe den Sound sehr leise, ne? Also ja, ich bin auch relativ leise. Ansonsten versteht mir ja gar nichts. In der Zeit, die Maschine fast gar nicht. Ne? Stromkreiswarnung. Okay.
Kann ich dir nicht E-Mail schreiben? Ich habe keine bekommen wegen Strompreiswarnung. Ach, keine Ahnung. Ich kann dir keine E-Mail schreiben, das ist schade. Wir sind im Moment eh von der Auslastung unter 50%, also. Ja, noch. Warte mal ab, bis das Zeug in der Produktion ankommt. Ja, aber drüben haben wir dafür andere Sachen abgerissen wieder, ne? Ja, gut. Ja, gut, wir haben jetzt eine neue Mine dazu bekommen. Ja, das stimmt. So, also bis jetzt sieht's gut aus mit dem Förderband. Was hat man denn auch? Die eine Betonmine oder Kalksteinmine, die liefert und liefert, also hier läuft alles. Okay. Ja, wie kahl das mittlerweile hier geworden ist, ne? Ja. Hier waren wir können die anderen Bäume ja auch noch alle abreißen. Yay, mich würde es interessieren, ob man Bäume nachpflanzen kann. Dass hier ein bisschen Grün wieder reinkommt, weil es ist sonst ich ein bisschen keine. Wenn es jetzt noch nicht geht, wird es bestimmt irgendwann mal gehen. Ich hoffe. So, ey, warum bin ich auf dem Förderband eigentlich schneller als das Material? Das habe ich mich vorhin auch mal gefragt, ne? Ich wollte mal mit dem Rohstoff fahren, aber ich war deutlich schneller, keine Ahnung. Das habe ich keinen Sinn. Das habe ich in der Aufnahme nicht gemacht. Das Ding jetzt durch den. Das Ding fliegt durch den Turm, okay. Und ich habe jetzt auch nicht in der Aufnahme auf den Rochen geschossen. Nein, das habe ich nicht getan. Oh Mario. Ich weiß gar nicht, ob man den überhaupt hitten kann. Keine Ahnung, vielleicht ist der unsichtbar, ne? Also nicht unsichtbar, aber von der. Ne? Ist nur Textur. Das kann passieren. Also, kann sein. So, kann passieren. So wie der Turm oben. Weißt du noch, wo du gestern. Mhm. Habe ich diese Aufnahme genau eigentlich drauf gehabt? Ja, ne? Das war eine Aufnahme. Ja, du hast drauf genommen. Ja. So. Da kommt das Material, wie das hier einfach durch den Wald fährt. Perfekt. Vor allem, dass die Quellen einfach nie aufgebraucht sind, ne? Sicher, dass das nicht irgendwann der Fall ist. Wie viel wir schon produziert haben. Okay. Aber ich könnte mir gut vorstellen, dass das mal irgendwann passiert, oder? Nein. Böse. Nicht. Meinst du, es wird nicht irgendwann mal eingebaut? Nein. Ja, ich finde es jetzt auch nicht so ganz gut, aber logisch wäre es ja. So. Das irgendwie mit dem Kupfer nachher noch regeln, ne? Ja, Kupfer müssen wir komplett verlegen. Und danach können wir mal schauen, wie wir das mit Stahl machen. Ja. Dann müssen wir mal gucken, dass wir die ganze. Dass wir die ganze. Also, wenn wir das erstmal fertig haben, die Grundproduktion, dann würde ich vielleicht, bevor wir Stahl noch anfangen, oder wir teilen uns das auch, der eine macht Stahl, der andere macht dann hier quasi, ich sag mal, die Einfahrt der ganzen Förderbandanlagen nochmal neu. Das Ganze, was wir jetzt zugebaut haben. Mit Stahl oder noch kurz vor Stahl würde ich mich darum kümmern, dass die Energieversorgung optimiert wird und auch zu uns gelagert wird. Ja, okay. Da wir Kohle ja brauchen für Kohlegeneratoren, ne? Ich frage mich gerade eine Sache. Ja. Warum? Also kommen wir zu den Förderbändern, zu Kalk. Direkt. Beziehungsweise du wirst es gleich so oder so sehen. Der Rauch kommt einfach durch die Bodenplatten durch, ja, alles klar. Egal. Ich finde das ein bisschen merkwürdig. Wo bist du? Bei dem Kalk oben, Förderbandanlagen, an unserem Eingang quasi jetzt, also der Brücke. Ja, ich sehe dich, ja. Fällt dir was auf von den Massen, vom Kalk her? Das hört gerade nicht, nein. Siehst du es überhaupt? Ich weiß halt nicht, was du meinst. Ja, du siehst das wahrscheinlich auf die Entfernung nicht. Ist eine Pistole? Ja, die gibt's im Cockpit. Ich pisse auf die Gegner. Mario, kannst du dich mal bitte da runterlegen? Mario, sag einfach ja oder nein. Ja. Achso, das. Du Hurensohn! So, wir haben die zwei Pimmelköpfe hier jetzt abgeholt. Ja, Tanzverbot ist am Start. Zaun. Die Achterbahn, die geht so ab. Die Stänze mit der Gänse. So,
mein Gott!